Hallo? Hallo, Maryam! Wer bist du? Fatima! Warte! Fatima Gül! Ja, genau, die bin ich! Oğlum, lange nichts gehört? Was geht? Maryam, ich habe dich seit Jahren nicht gesehen! Fatima, wieso kommst du nicht zu mir? Ich lade dich ein in mein Zuhause, komm! Gerne, sag mir, wann ich kommen soll! Wie wäre es mit nächste Woche? Ah, scheiße, da fliege ich in die Türkei, aber ich kann heute kommen! Hallo, hörst du mich? Du kannst gerne heute um 18 Uhr kommen. Okay, Hadi, bis später. Ach, Mann! In 3 Stunden kommt Fatima und die Wohnung schaut aus wie Ski-Wein-Wohnung. Oh nein. Das ist mein Gesicht, wenn ich merke, dass wir Besuch bekommen. Fällt euch etwas auf? Ist kein glückliches Gesicht. Nein, im Gegenteil. Wenn wir mal meinen Blick genauer analysieren, erkennt man, dass ich einfach sprachlos bin. Ihr fragt euch, wieso bist du sprachlos? Das Wort Besuch bedeutet bei Ausländern nicht gleich Besuch. Nein, nein, nein. Besuch bedeutet, dass du wie ein Kumpel die ganze Wohnung putzen musst, während deine Mutter Aggression bekommt und ihre Nerven verliert, weil der Besuch jederzeit ankommen könnte. Das, meine Damen und Herren, das bedeutet Besuch bei Ausländern. Aber das ist nicht bei jedem so. Das ist Kevin. Bei ihm läuft das Ganze gemütlicher ab. Wir schauen mal rein. Moin, Ursula! Du, moin! Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Yeah. Das stimmt. Wäre es ein Problem, wenn ich kurz bei dir anläute und vorbeikomme? Was für ein Problem? Du kannst gerne kommen. Ehrlich? Komm! Ja, dann komme ich, ja? Komm, ja! Ich bin in 30 Minuten circa da. Kevin, die Ursula! Die Uschi, die kommt gleich vorbei. Okay. Kannst du dann mit dem Spielen im Wohnzimmer aufhören? Wir wollen hier in Ruhe reden. Rede doch einfach in deinem Schlafzimmer. Kevin! Kann ich aufhören? Ich bin doch in einer Runde. Ja, nee, ja, dann ist es deine letzte Runde. Meinetwegen. Ah ja, bevor die Ursula kommt. Hast dein Zimmer aufgeräumt? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Ist es sauber oder nicht? Das solltest du aber besser wissen. Du bist meine Mutter. Du bist dafür verantwortlich, dass alles hier sauber ist. Du bist genauso wie dein Vater. Das nehme ich mal als Kompliment. Die arme Mutter, die alles alleine machen muss. Kleine Warnung. In der nächsten Szene sieht man, wie sich Ausländer für einen Besuch vorbereiten. Es kann ein wenig laut werden. 3 Stunden! In 3 Stunden kommt Fatima. Mama, chill. Wir haben noch genug Zeit. Was? Chill? Ich chill den Arsch an, Mann. Du kümmerst dich um dein Zimmer. Okay, ich kümmere mich um mein Zimmer. Kein Problem. Und Klo machst du auch sauber. Klo auch? Ja, du immer scheißen, jetzt pusten. Digga. Und vergiss nicht, Müll wegzuschmeißen. Juch, oha, okay. Zimmer putzen, Klo putzen, Müll wegschmeißen. Wenn ich so viel mache, was machst du dann? Ich muss kochen! Oder soll Gast hier verhungern? Ha? Hadi, geh schon pusten dein Zimmer und alles im Klo. Hadi! 5 Stunden später. Ich bin fertig. Hast du Müll weggeschmeißt? Ja. Klo auch sauber gemacht? Ja. Zimmer aufgeräumt. Ja. Und auch gestaubsaugt. Und auch gestaubsaugt. Ja. Das kontrollieren wir. Oh nein. Oho! Was ist das? Mama, beruhig dich. Deine Zimmer ist Katastrophe. Digga, ich verstehe nicht mal, wieso mein Zimmer sauber sein muss. Was? Ja, wieso muss mein Zimmer sauber sein? Ihr redet doch eh im Wohnzimmer. Oder wollt ihr hier auf meinem Bett chillen und über andere Tanten lästern? Habe ich etwas Falsches gesagt? Oh. Stopp. Wir überspringen die Gewaltszenen. Nein zur Gewalt. Nein, nein, nein. Wir spulen jetzt einfach mit der Zeit nach vorne, wo der Besuch ankommt. Was darf beim Besuch am Anfang nie fehlen? Genau, die Begrüßung. Wir fangen zuerst bei den Deutschen an. Ursula! Moin! Moin! Alles gut bei dir? Ja, ja, komm nur herein, komm. Ich habe aber noch meine Schuhe an. Kein Problem, komm einfach mit denen rein, komm. Ich bin aber gerade in Hundekacke getreten. Nicht schlimm, bisschen Hundekacke schadet keinem, komm, komm. Okay, ganz kurz und knackig. Hallo, komm herein und fertig. Das war die Begrüßung. Allerdings bei Ausländern ist das alles andere als kurz und knackig. Fatima! Maryam? Fatima! Maryam? Fatima! Maryam! Fatima! Maryam!
Okay, genug. Okay, ja, du hast recht. Fatima, wie geht es dir? Alles gut, wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? Wie geht es deinem Sohn? Ich auch nicht. Das ist aber ganz normal bei der Begrüßung. Man lässt sich nicht aussehen und fragt sich schlagabtauschen, wie es einem geht. Wie geht es dir? Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Opa? Wie geht es Abdulkarim? Gehen wir einfach weiter zu den Knabbereien. Das bieten die Deutschen üblich an. Ziemlich schöne Wohnung. Danke. Hast du sie eingerichtet? Ja, wer denn sonst? Glaubst du, mein verschissener Mann kennt sich mit dem Einrichten aus? Na. Cool. Na, Kevin? Lang nicht mehr gesehen. Digga, wer bist du überhaupt? Kevin! Ist schon gut, das ist die neue Generation. Kevin, ich kenne dich schon ziemlich lange. Und ich kenne dich noch immer gar nicht. Kevin! Als du ein kleines Baby warst, da hatte ich dich schon in meinen Armen. Fass mich nie wieder an. Kevin! Deine Mutter und ich waren früher beste Freundinnen im Studium. Deshalb durfte ich dich auch in meinen Armen tragen. Ich hab nicht gefragt. Okay, Kevin, das reicht jetzt! Du, vom ganzen Reden ist mein Mund trocken geworden. Habt ihr hier irgendwas zum Knabbern? Ja, natürlich. Kevin, geh und hol die Snacks. Okay. Was holt er denn genau? Lasst mich überraschen. Paprika. Ich liebe Paprika! Yay! Schnapp nur zu. Du, hast du auch was zum Mittagessen vorbereitet? Du, Ursula, Eingang runter jetzt, okay? Die Paprika sollte eigentlich schon reichen. Du bist hier da, um mit mir zu reden und nicht da, um meinen halben Kühlschrank leer zu fressen, okay? Leute, ihr wisst, dass es nur Spaß ist. Nicht alle Deutschen bieten nur Paprika an. Einige bieten noch Karotten an. Bei den Ausländern ist es wie immer ein wenig anders. Achtung, in den folgenden Szenen wird eine Regel gezeigt, die du als Kind niemals brechen darfst. Aber davor noch, blende ich als klitzekleines Dankeschön 3 Kommentare von euch ein. Und falls du auch im nächsten Video erwähnt werden willst, dann schreib jetzt einen random Kommentar in die Kommentare. Wir machen weiter mit der Regel, die du als Kind niemals brechen darfst. Fatma, erzähl mal, wie geht es Abdulkarim? Abdulkarim, mein Mann. Nein, nicht er. Meinst du Abdulkarim, mein Sohn? Nein, auch nicht. Achso, du meinst Abdulkarim Baljeet, mein Onkel. Nein, ich meine Abdulkarim Zenzebaini, dein Opa. Achso, Abdulkarim Zenzebaini. Ja, ihm geht es gut. Freut mich, ehrlich. Ahmed! Holst du diese Snack für Gäste, diese Snack? Okay, ja, kein Problem. Wow. Ein sehr guter Junge. Ja, manchmal ist er ein wenig frech, da muss ich ihm nur eine Faust in sein Gesicht geben und dann ist er normal. Er ist ein lieber Junge, ja. Hier. Uhu. Fatma, benimm dich ruhig. Danke, Ahmed. Willst du? Du kannst zuerst nehmen. Freunde, und genau hier müsst ihr aufpassen. Das ist eine Falle. Wenn du der Sohn von der Gastgeberin bist, dann darfst du auf gar keinen Fall die Snacks anfassen. Egal wie sehr du auch willst, fass die Snacks nicht an. Nehmen Sie ruhig zuerst, Frau Fatima. Du hast Snacks L gebracht, also darfst du auch zuerst nehmen. Ich habe heute schon etwas gegessen. Ich bin satt. Wenn du nicht nimmst, dann nehme ich auch nicht. Frau Fatima, nein, ich... Na los, Ahmed, sei nicht schüchtern. Nimm, du kannst zurücknehmen. Frau Fatima, Sie verstehen nicht, ich... Nehm jetzt, komm schon, ansonsten nehme ich auch nichts. Mama? Mein Sohn, wenn Fatima sagt, du sollst etwas nehmen, dann darfst du nehmen. Nimm ruhig, Fatima sagt. Ehrlich? Ja! Nein! Siehst du, sogar deine Mutter sagt, komm, nimm jetzt einfach. Mariam! Meine Hand ist ausgerutscht. Hoppala. Ahmed! Willst du Snacks? Nein, danke. Das ist ehrlich nicht normal. Welcher Mensch hat bitte diese Regel bzw. diese Tradition eingeführt, dass man als Kind keine Snacks vom Tisch beim Besuch anfassen darf? Digga, wir Kinder sind auch Lebewesen. Wir haben auch Bock auf Snacks. Wisst ihr aber, auf was ich gar keinen Bock habe? Richtig, meine Geschwister. Denn in diesem Video zeige ich euch die schlimmsten Probleme, die man mit Geschwistern haben kann. Magst du Fußball? Dann klick hier drauf. In dem Video zeige ich euch die schlimmsten Trainer. Einer davon ein Ausländertrainer.
Wer hätte es gedacht? Falls du bis jetzt geschaut hast, dann beweise es mir, indem du diesen Emoji in den Kommentaren reinschreibst. Wir sehen uns nächste Woche und bye.